ich darf herzlich willkommen sagen. Wieder mal zu den eCom Experience Talks, hosted bei FindoLogic. Wir haben diesmal das Thema und den Schwerpunkt B2B mit dabei. Sie haben es gelesen, Sie wissen, wo Sie sich angemeldet haben. Es geht um die letzte Abfahrt im E-Commerce, Transformation in B2B. Wir schauen uns da innerhalb von drei Themenblöcken, wie gesagt, spannende Themen an rund um das Thema B2B. Was hat sich in den letzten Jahren verändert? Welche Schritte sind jetzt als B2B-Unternehmer zu beschreiten? Wie verschaffe ich mir digitalen Wettbewerbsvorteil? Und wir hoffen, dass wir dann auch noch Zeit finden, die Trends zu behandeln. Einer davon wird sein der Tod des Desktop, auch im B2B, Mobile First, Voice First. Sie kennen die ganzen Ansätze. Aber das bespreche ich natürlich jetzt heute nicht in einem Monolog. Da habe ich Experten mit dabei aus drei Himmelsrichtungen. Auch das, wie gewohnt, 360-Grad-Perspektive mit Experten aus der Branche. Ich habe die Monika mit dabei, direkt aus der Geschäftsführung von Oxid. Oxid als mit Sicherheit die größte Konstante und immer wieder mit B2B in Verbindung gebracht. Monika hat heute als Aussage mit dabei, Corona hat das digitale Know-how in den Unternehmen außerordentlich erhöht und gefestigt. Das führt natürlich auch heute bei B2B-Unternehmen zum steigenden Interesse am E-Com. Ich habe den Nalin mit dabei, direkt aus Händlersicht, B2B-Händler bei der BayWa RE. Er wird uns sicherlich mehr dazu erzählen. Und er sagt, dass wenn man reinen, nackten Marktzahlen glaubt und denen Vertrauen schenkt, dann müsste jedes B2B-Unternehmen in Deutschland mindestens 10% auch heuer wieder wachsen. Wir sind sehr gespannt, was du da noch mit dabei hast, Nalin. Und ich habe den Anatoli mit dabei, den Gründer und Geschäftsführer der Kosmonauten, die letztes Jahr so ziemlich alles abgestaubt haben beim Shop Usability Award, was es zu gewinnen gab. Und Anatoli ging auf jeden Fall im Vorfeld in das Panel mit der Aussage rein: Wenn die Bayern am Dienstag verlieren, bin ich erstmal für den Rest der Woche offline. Anatoli, schön, dass du trotzdem dabei bist. Freut mich sehr. Wir starten in die Runde. Ich habe es vorher kurz umschrieben. Letzte Abfahrt E-Com. Transformation B2B. Wir sammeln uns. Das Erste, worum es mir geht und was man immer wieder hört, was ich provokativ gleich mal so in Richtung Digitalstrategie Do's und Don'ts reinwerfen will, ist IT als Kostenstelle zu sehen. Ihr kennt es, Technology Ownership, die Beherrschung der Weiterentwicklung digitaler Technologien, immer wieder essentiell betrachtet, vor allem in-house. Anatoli, wenn ich es direkt in deine Richtung richten darf, warum sollte man trotzdem auch solche wichtigen Prozesse ausgelagert betrachten? Ich glaube, das ist an der Stelle getrennt zu beachten. Also man muss schon wirklich eine pauschale Aussage sollte man an der Stelle gar nicht treffen, weil ich muss unterscheiden, bin ich selber ein Tech-Unternehmen, kann ich Mitarbeiter in dem Bereich finden und halten, dann kann ich mir schon auch vorstellen, dass man sagt, ganz, ganz viele digitale Prozesse kann ich und sollte ich im Haus aufbauen. Vielleicht sollte man das auch eher kombinieren und schauen, dass man einen Partner findet, mit dem man das gemeinsam startet und danach sukzessive ausbaut, ein Team aufbaut zwischen ja, meinen eigenen und dann eventuell der digitalen Agentur, um mehr und mehr Verantwortung dann an der Stelle zu übernehmen. Weil ich glaube, wir haben in Deutschland andere Probleme oder Themen, wenn es um Digitalisierung geht, als ja, reine Technologie, die als Wertschöpfung an der Stelle anzusehen ist. Und wenn man jetzt Studien dazu liest, zum Beispiel gab es auch letztens eine Studie von der IFH, die Händler, Großhändler dazu gefragt haben, also im B2B-Segment, die auch gesagt haben, dass die 48% von denen schon aktiv mit Agenturen arbeiten, die digitale Kompetenzen mitbringen, weil die selber das gar nicht im Haus aufbauen können. Und ich glaube, da sind die Großhändler nicht die einzigen an der Stelle. Alles tut. Super. Anatoli, jetzt ist natürlich das die Sicht, die ich zum großen Teil natürlich verstehe und teile. Wir sind ja auch eher so dann die Drittdienstleister, die man bezieht, also aus Tech- oder Agentursicht. Nalin, bei euch wäre es ja dann direkt
in-house aber schon das Thema. Wie geht es ihr damit um? Ja, ich kann dem eigentlich zustimmen, was Anatoli gesagt hat. Also es ist so ein schmaler Grat zwischen internen Ressourcen aufbauen oder eben externe Hilfe sich holen. Unser praktisches Beispiel, ja, Byver, vielleicht kennt man es, ist an sich ein sehr großer Name, sehr große Firma. Aber da, wo ich arbeite, eigentlich sind wir mittelständisch. Wir sind 250 Mitarbeiter, sind da in ein paar Ländern in Zentraleuropa unterwegs, machen gutes Business gerade mit einem technischen Produkt und sind da Großhändler. So. Und jetzt hat man sich entschieden, vor einigen Jahren zu sagen, ja, wir wollen auch einen Shop. Betonung auf auch, weil die Konkurrenten hatten schon einen und wir waren da, sind dann nachgezogen. Was, glaube ich, richtig ist, jemanden wie mich dahin zu setzen, der keine Ahnung von Solar hatte und jetzt auch noch Medium-Ahnung hat, sagen wir es mal so. Also keinen technischen Vertriebler, der das irgendwie verantwortet, oder einen ITler, sage ich jetzt mal böse, sondern jemanden, der so ein bisschen beide Welten auch vereinen kann und einfach so einen digitalen Spirit reinbringt. So, und ich bin da als One-Man-Show gestartet und habe mir dann verschiedene Partner gesucht, ja, zum Beispiel Findologic, ja. Ich wollte halt eine gute Suche haben, die kann ich aber nicht selber bauen. Ich persönlich nicht und niemand in unserer Firma. Und genauso haben wir da eine Agentur, die uns auch bei dem Shop, bei der Oxid-Shop Weiterentwicklung natürlich hilft, weil wir auch da keine Entwicklerressourcen in-house haben. Und wir machen das Ganze jetzt schon seit über 3 Jahren und meine One-Man-Show ist jetzt eine 2,5 FTE Man- und Women-Show geworden, aber trotzdem haben wir natürlich diverse externe Ressourcen, die uns da unterstützen. Mit allen Vor- und Nachteilen auf jeden Fall und natürlich auch innerhalb der Firma. Ja, ich bediene mich natürlich auch an unserer Marketingabteilung, eben an unserer IT-Abteilung, an unseren Datenmanagern, die allerdings jetzt leider, sage ich mal, nicht in meinem Team sitzen, sodass es eben auch da Reibungsverluste und Kommunikationsaufwände gibt. Das ist so die Realität bei uns. Super. Danke dir für die Ausführungen, Nalin. Das heißt, du hast jetzt auch direkt schon angesprochen, wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, Interesse halber, wie viel ihr im Team seid. Ich glaube, was ja gerade auf LinkedIn überall rumgeht, sind diese Liniendiagramme, die die Komplexität erklären, oder? Ihr kennt es, wir sind jetzt zu viert, das heißt, es würde 6 Linien geben. Also Kommunikationsstränge. Ich rede mit Anatoli mit Nalin mit Monika. Die maximal mögliche Kommunikationsstränge wären 6 Stück. Ihr kennt es oder schaut es euch an, das ist ja von Jeff Bezos. Wenn man ein Team mit 10 hat, reden wir schon von 45 Linien. Also es steigt immens, nicht exponentiell, aber es steigt in Komplexität. Wenn ich dich verstanden habe, ist es im Moment ja bewusst in dieser Größenordnung auch so gewählt, Nalin, um diese Komplexität gering zu halten? Absolut, ja. Und auch um ein ehrliches Wachstum da abzubilden. Ja, also wir wachsen auch wunderschön in dem E-Commerce-Bereich, ja, vervielfachen unseren Umsatz und somit auch unsere Bedeutung fürs Unternehmen. Allerdings, ich kenne das auch innerhalb meines Konzerns, wo auch schon mal vor Jahren ein Webshop gelauncht wurde mit einem großen Team, mit einem riesen Budget, was halt einen riesen Erwartungsdruck hat und auch dann sehr erfolglos ausschaut, wenn du es halt nicht so delivern kannst am Anfang. Ja. Und deswegen wachsen wir lieber klein, stetig und klar reduziert das auch die Komplexität am Anfang. Definitiv. Verstanden. Vielen Dank für die Einblicke, Nalin. Komplexität, das gefällt mir natürlich jetzt, um endlich eine weibliche Stimme zu hören. Monika, Komplexität im B2B. Ihr kennt und vor allem du kennst natürlich diese ganzen verschiedenen Ansätze. Es ist ja in aller Munde MVP, Minimum Viable Product. Immer erstmal ein Minimum an den Start schicken, Resonanz, Feedback und immer wieder stetig verbessern. Im Vergleich zu diesem RFP, also direkt alles Waterfall zu planen und zu releasen. Ja. Wie viel Planung ist vor Projektstart sinnvoll, Monika? Was ist da deine Erfahrung? Naja, es macht schon Sinn, einen gewissen Startvorlauf sozusagen zu haben, bevor man in MVP oder auch in RFP reingeht, dass man einfach sagt, okay, was ist denn eigentlich da? Es empfiehlt sich da vielleicht auch schon im Vorfeld, mit einem Workshop zu beginnen, mal vielleicht auch mit einem unabhängigen Berater reinzugehen und zu sagen, okay, was ist denn heute schon da an vorhandenen Daten, auch an Systemen, die vorhanden sind, einfach um eine Idee zu bekommen,
wo wollen wir eigentlich irgendwann mal hinkommen? Beziehungsweise mit was wollen wir starten, dass es dann auch entsprechend funktioniert. Vorbereitung ist natürlich wichtig, klar zu sagen, okay, wer muss denn dabei alles mit im Boot sein innerhalb des Unternehmens? Ich glaube, Nalin wird da auch die eine oder andere Erfahrung gemacht haben, als damals das System eingeführt wird. Wichtig ist natürlich schon, dass nicht nur die Projektbeteiligten oder späteren Projektbeteiligten dort vor sich hinwerkeln, sondern dass da definitiv auch schon weitere Abteilungen mit integriert werden. Wenn ich B2B angucke, weiß ich aus Erfahrung, aus vielen Gesprächen auch mit Kunden, dass da direkt auch schon Sales-Mitarbeiter eine Rolle spielen können. Definitiv aber die Geschäftsführung, Marketing natürlich, das ist klar. Das heißt, es gehört schon vorneweg dort entsprechendes positives Gefühl oder eine positive Stimmung zu entwickeln, dass dann auch das Projekt hinterher erfolgreich werden kann. Ob dann hinterher ein MVP-Ansatz kommt oder ein RFP-Ansatz kommt, ist, wenn nachher die Leute nicht mitziehen, eigentlich völlig egal, weil wenn keiner mitmacht, dann kann ein Projekt schlicht und einfach am Ende auch nicht erfolgreich werden. Die MVPs haben den Vorteil, dass man tatsächlich einfach, wenn man dann startet, schneller vorankommt. Aber und auch schneller mal die ersten Erfolge dann auch sieht, wie wenn man tatsächlich das Komplettprogramm durchziehen möchte. Und dann ist man unter Umständen sehr viel länger unterwegs, bis man die ersten Zahlen dann auch sieht und muss dann auch sehr viel länger auf diese ja, auf dieses positive Mitziehen aus den Abteilungen heraus warten, was durchaus dann unter Umständen auch zu negativen Eindrücken führen kann. Aber man muss natürlich gucken, welche Daten braucht man, die Klassiker. Ich brauche nicht in ein Projekt reingehen, wenn ich bei Null anfange, wenn ich irgendwie bisher alles halb digital habe, vielleicht in dem ERP-System, aber auch da nur halb verfügbar. Damit brauche ich, kann ich einen Shop nur begrenzt füttern hinterher mit Content. Ja, absolut. Ich glaube, da haben sehr viele genickt. Jetzt ist ein Shop ja nicht gleich ein Shop. Ein Shop ist ja mittlerweile modular von bis. Man kann monolithische Ansätze verfolgen. Ist auch das, was ihr mit auf den Weg gebt, Monika, nur noch so als abschließend, was du gerade genannt hast? Sagen wir es mal so, Monolith ist, ein Shop ist eigentlich nie ein Monolith, sollte es eigentlich auch nicht sein. Wir reden hier von Gesamtlösung. Das heißt, im Endeffekt geht es ja darum, zu sehen, was ist denn eigentlich hinterher das Unternehmensziel und wie soll es erreicht werden. Der Erfolg ist ja nur dann da, wenn gewisse Automatisierungen dann danach auch mit übernommen werden können. Und da kommen natürlich dann auch Schnittstellen zu Systemen jetzt wie bei euch mit FindLogic, sodass man sehr schnell auch Ergebnisse hat. Da gehören aber auch Schnittstellen dann vielleicht zu ERP-Systemen dazu, vielleicht auch CRM-Systemen, weiteren PIM-Systemen. Von daher so ein absolutes Standalone von so einem Shop kann am Anfang als MVP-Ansatz funktionieren. Das wird aber nicht lange funktionieren. Das macht dann irgendwann recht schnell keinen Sinn mehr. Vor allem, wenn dann der hoffentlich erwartete Erfolg kommt. Ich glaube auch, dass die Technologie nicht unbedingt immer entscheidend ist für den Erfolg, auch jetzt der Digitalisierung, auch im E-Commerce-Projekt an der Stelle. Also Monika hat das ja gerade richtig gesagt. Da kommen so viele Silos mit rein oder auch dann Abteilungen. Das ist eigentlich sehr vielfach entscheidender, ob es ein Erfolg wird oder nicht, ob alle Leute mitziehen oder nicht, ob alle rechtzeitig mitgenommen. Weil wie sieht denn die Realität jetzt, vielleicht nicht im B2C-Unternehmen, aber im B2B-Unternehmen aus, wenn man über das Thema Digitalisierung spricht oder wenn man über das Thema dann E-Commerce spricht? Ja, dann da wird dann irgendwie vielleicht der Abteilungsleiter des Marketings beauftragt, schon direkt irgendwie nach einer Technologie zu suchen. Oder im schlimmsten Fall wird es dann der CIO, der das macht, oder der CDO. Ja, das ist dann nicht so ein Nalin, der vielleicht schon dann
erfahren hat oder das als Architekt dann mit aufbauen kann, der beide Welten versteht. Das bedeutet, da ist zwar irgendwie Know-how da an der Stelle in einem bestimmten Bereich, Marketing oder vielleicht auch Produkt. Vielleicht macht es auch der Verkaufsleiter, der das dann machen muss. Ja, aber Fakt ist, meistens existiert eigentlich kein E-Commerce-Manager. Und das Erste, was wir eigentlich immer machen und sagen, wer ist denn eigentlich der Product Owner? Wer ist der Architekt von dem Projekt? Also wer bringt das Ganze voran? Wer schaut, dass eigentlich alles super zusammen funktioniert? Und nicht die IT-Abteilung zwar am Anfang sagt, ja, haben wir alles, wir haben alle Schnittstellen und dann mitten im Projekt kommt man eigentlich zu dem Punkt, ja, nee, wir haben doch keine Schnittstellen. Ja? Die Aussage in Workshop, die stimmt halt nicht so. Und das ist die Technologien an der Stelle, in dem Anfangsstadium, die sind sowas von irrelevant. Ne? Wichtiger sind eigentlich so die Menschen, die da mitwirken und die Vision. Es muss einer da sein, die Vision des Unternehmens versteht und das komplett über alle Abteilungen und auch den Dienstleistern durchziehen kann. Meine Meinung und meine Erfahrung. Ja, gerade das Unternehmensziel, das nicht aus dem Auge verlieren. Was will man eigentlich? Warum macht man das eigentlich? Und jetzt nicht nur in E-Shop, sondern grundsätzlich als Unternehmen. Warum macht man das eigentlich, was man tut? Also ich kann auch noch mal kurz beipflichten. Es ist ja genau mein Case gewesen. Ich komme rein, also ich sag mal halb extern, bin da schon sehr digital unterwegs und hatte eine klare Vision und habe aber alle Stakeholder abgeholt, weil ich weiß, also ein B2B ist nun mal so, dass der Vertrieb eine enorme Stimme hat und auch eine enorme Macht hat und meistens auch personell sehr groß aufgestellt ist im Vergleich zu anderen Abteilungen. Und da spielen dann Preise eine Rolle. Die Kunden haben individuelle Preise. Die Kunden müssen unterschiedlich behandelt werden. Und das muss man auch erstmal verstehen. Dann haben wir zum Beispiel eine super komplexe Verfügbarkeitsanzeige, weil wir müssen wir verkaufen die Ware schon, wenn sie in China aufs Schiff geladen wird, müssen wir schon, an welchem Datum wir wen irgendwie mit so und so viel Stück beliefern wollen. Das heißt, es ist schon verkauft, ausverkauft, bevor es überhaupt bei uns in Deutschland oder in Europa ist. Und das muss man irgendwie darstellen. Es kannst halt nicht nur den Lagerbestand abrufen, so was jetzt mal Shop-Standard wäre. Ich habe einen Lagerbestand, den übertrage ich in den Shop und zeige den an mit einer Ampel. So leicht ist es bei uns leider nicht. Aber es hat sich auch erst so nach und nach gezeigt, wenn man selbst in so Workshops mit den Fachleuten, denken sie dann oft nicht so komplex mit. Und dann launchst du den Shop und dann kommen die Kunden und sagen, ja, was hilft mir jetzt diese komische Anzeige? Der Vertriebler am Telefon kann mir ganz andere Auskünfte in die Zukunft geben. Das brauche ich halt im Shop auch, sonst bringt mir das nichts. Und dann mussten wir da erstmal nacharbeiten. Aber ja, man muss die Stakeholder abholen. Und ich kann nur aus unserem Beispiel auch sagen, ja, ist immer schwierig mit Eigenlob, aber wir sind halt als eigene Abteilung, zumindest mit einer One-Man-Show, aufgehangen worden. Und waren eben nicht Teil des Vertriebs, nicht Teil der IT-Abteilung, sondern haben versucht, von allen die Informationen rauszuziehen, aber mit einer eigenen Vision und die Leute auch mal zu Kompromissen zu zwingen. Sagen, hey Leute, wir brauchen aber jetzt transparente Fachkosten. Wir können nicht mehr irgendwo auf einem Tisch schauen mit einer Tabelle, was zwar realistischer ist, unsere eigenen Kosten betreffend, aber der Kunde braucht es halt einfach. Und ich will es vor dem Checkout anzeigen, was im B2B auch nicht jeder macht, aber ich gesagt habe, ich will das halt so. Das ist nochmal vertrauensstärkend, dass der Kunde, bevor er klickt, genau weiß, was am Ende rauskommen wird. Und da brauchst du halt die Stakeholder, musst sie einholen, musst sie abholen, musst ihnen aber auch mal eins reindrücken, wenn du es erklären kannst, für warum das sinnvoll ist. Habt ihr, Nalin, wenn ich da kurz rein darf, wir haben es vorher kurz gehört, CIO, CDO im Unternehmen, habt ihr dieses Wissen auch intern, also eine Position benannt danach direkt, die euch da mit unterstützt als Stakeholder, wie du sie nennst? Ja, nein, ich habe vorhin schon gesagt, wir sind ja eher, also das Unternehmen, wo ich gerade bin, Teil eines großen Konzerns, einer Gruppe, aber wir haben keinen CIO, CDO. Wir haben einen Leiter IT, der sehr enthusiastisch ist. Wir haben dann in der RE-Gruppe, also als nächstes Level Firmengruppe, gibt es zentrale IT-Abteilungen auch für Digitalisierung, aber gibt es auch nicht diesen einen Kopf, sondern erst auf Gesamtkonzernebene gibt es einen CIO, der allerdings jetzt mit unserem Shop direkt nicht so viel zu tun hat oder mit unserer Digitalisierung, sage ich mal so. Ist dann schon sehr weit weg. Okay, verstanden. Aber wenn ich dich dann auch richtig verstanden habe und euch alle drei
ist es so, dass ja der Online-Shop nur Teil der digitalen Vertriebsstrategie ist, oder? Korrekt. Also nur Online-Shop als weiterer Vertriebskanal ist ja zu wenig. Du siehst es auch in eurem Konzern als einen weiteren Channel, aber nicht den einzigen. Ja, nicht den einzigen. Da gibt es sicherlich noch so Themen wie eine API-Schnittstelle und so weiter, wo man dann arbeitet mit ganz großen Kunden. Aber das stimmt, also ich glaube, wenn ich die Frage richtig verstehe oder was ich da auch dem Zuhörer mitgeben möchte, ist, es reicht eben nicht, einen Shop zu nehmen und einfach hinzuklatschen und sagen, so, das ist jetzt der Shop, ich zeige jetzt hier ein paar Artikel an. Man muss schon im Unternehmen viel auch dafür verändern, im Hintergrund, in dem Mindset, damit das auch gut funktioniert. Weil plötzlich, was halt neu ist, ist, ich stülpe so das Innere nach außen. Also plötzlich diese ganzen Produktdaten, oder ich schreibe irgendeinen Kommentar zu einem Produkt, ja, der läuft jetzt bald aus, bitte in Zukunft den und den kaufen oder bitte nur in Verbindung mit dem und dem einsetzen. Das funktioniert, sobald der Vertriebler da reinguckt und sein Angebot zusammenstellt oder am Telefon den Kunden spricht, aber plötzlich kann ich halt diesen Text nicht im Shop anzeigen, sondern ich muss die Information irgendwie anders vermitteln. Das ist ein Game Changer, ja, fürs Unternehmen. Ja. Ich muss plötzlich, ich habe andere Anforderungen an Produktdaten, auch an Geschwindigkeit, an Marketing, ja, natürlich bekommt das Thema Online-Marketing, muss eine ganz neue Positionierung bekommen, während wir zum Beispiel vor 4-5 Jahren noch sehr stark katalogmäßig unterwegs waren, gab es einen riesen Shift jetzt und den Katalog wird es jetzt in diesem Jahr zum ersten Mal nicht mehr geben, Richtung Online-Marketing und dort sich zu präsentieren und auch den Shop natürlich zu bewerben, klar. Also da das, insofern würde ich sagen, ja, ein Shop, nur einen sagen wir mal, wir kaufen einen Octane-Shop, gucken, dass wir da die Sachen rübertragen, die wir sowieso im System haben, und dann wird das schon laufen und mehr muss man nicht tun. Ich glaube, damit wird man nicht erfolgreich sein. Das ist halt kein Hobby, das E-Commerce. Ja, und ich finde auch, das kann eben nicht eine Person so vom Marketing oder IT oder Vertrieb so halbtags nebenbei machen. Das gibt es ja auch oft, dieses Setup, dass ja, der Marketingleiter ist auch zuständig für den Webshop. Ich glaube, das ist, kann man vielleicht in den ersten Wochen machen, aber vielleicht, ich kann es aus unserer Erfahrung sagen, ich fand das gut im Nachhinein auch, dass eine Person wie ich von Anfang an Vollzeit auf diesem Thema war, auch wenn es 8 Monate gedauert hat, hat aber mit ERP-Einführung zu tun gehabt, die parallel war, dass bis der Shop dann online war, aber mir war nicht langweilig davor. Cool. Nali, ich muss nochmal in deine Richtung, weil du hast ja auch im letzten R-Commerce-Gespräch genannt, dass diese UX-UI-Themen, die aus der B2C-Welt ja ganz stark kommen, und Social Media, wir wissen, vor allem natürlich in den letzten 12 Monaten, es wird immer mehr Zeit verbracht mit so ganz intuitiven neuen Funktionen. Erhält euch bei euch Einzug oder auch in eure Richtung? Ich meine, das betrifft ja die Plattform, auch jetzt seitens Monika, es betrifft euch in der Konzeptionierung seitens Kosmonauten. Wie seht ihr das, diesen Einzug B2C, Social Media in den Bereich B2B mit gleicher Erwartungshaltung? Soll ich kurz anfangen? Also B2C natürlich, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe mich bei dem Design oder bei der Gestaltung des Webshops und dessen Funktionalitäten sehr stark an großen B2C-Plattformen orientiert und nicht an unseren B2B-Konkurrenten, die teilweise auch noch sehr technische Shops hatten. Also da, glaube ich, würde ich sagen, da steckte der IT-Leiter dahinter, sondern das war okay, die hatten einen Shop, aber der sah nicht gut aus und war nicht schön zu bedienen. Da haben wir in der Branche dann, glaube ich, nochmal eins draufgesetzt, weil wir eben einen anderen Ansatz gehabt haben. Social Media ist sicherlich für uns jetzt nicht so spannend. Also wir bedienen da jetzt ein paar Kanäle. Es ist B2B. Wir sind nicht auf TikTok. Wir sind auch nicht auf Insta, sondern es ist dann Facebook und LinkedIn. Hauptsächlich sind da auch erst seit kurzem aktiv. Also wir sind so ein bisschen Late Mover in manchen Sachen, muss man auch ehrlich gestehen. Aber wir sind halt ein konservatives B2B-Unternehmen aus der Historie heraus. Darf man halt dann nicht vergessen. Ja, aber ansonsten halt Social Media, glaube ich, also klar, Usability so ein bisschen, wie funktioniert was, wie ist so ein schönes, flaches Layout oder sowas, höchstens in dem Maße, dass es bei uns einen Einfluss hat. Ja. Darf ich es noch in euer beider Richtung? Gibt es da von Plattform-Sicht was, Monika, wo ihr sagt, ja, das wollen wir auch im B2B direkt immer mit auf den Weg geben und empfehlen, weil Status Quo 2021 und in die Zukunft oder seitens Konzeptionierung, Anatoli? Also B2B
gerade auch dieser Ansatz, den ihr gerade da erwähnt habt, ist natürlich klassischerweise etwas langsamer, was diese Umsetzungen angeht. Gerade auch in Deutschland, wo wir durchaus einen eher konservativeren Ansatz haben, je nach Branche natürlich auch wieder abhängig. Aber wenn ich selbst in Branchen reingehe, wie Medizintechnik, jetzt vom komplett anderen Umfeld, dort leben die teilweise sogar noch mit Faxbestellungen. Das heißt, das ist allein schon der Wechsel in die Digitalisierung und in den Online-Shop ein Riesenschritt. Wenn man in den Praxen dort solche Bestellmöglichkeiten schafft, dann wollen die natürlich gewisse Geschwindigkeiten haben, die klassischen Performance-Geschichten, die natürlich mit dem UX-Design auch zusammenhängen. Die wollen bestimmte Lösungen haben, die sie vielleicht auch schon aus dem Privatumfeld kennen, wo sie sagen, okay, privat bestelle ich auf Amazon und Co. Warum kann ich nicht ähnlich erfolgreich und einfach jetzt auf einer B2B-Plattform meine Produkte bestellen? Das heißt, es wird dort immer stärker auch einen Einfluss haben auf den kompletten B2B-Prozess. Aber ich denke, das wird sehr stark, was die Geschwindigkeit angeht, von den Branchen her kommen, je nachdem, wer dort dann auch die Besteller sind. Ja, also ich würde auch immer sagen, wenn es Gewerke sind mit hoher Mobilität zum Beispiel, bin ich ein Baufachmarkt, wo dann auch ganz, ganz viele Maler, Lackierer, Leute, die auf der Baustelle sind, bestellen. Ist ja ganz klar, dass ich gehe dann raus und muss definitiv vielleicht nicht mobile only sein, aber mobile first zumindest auch andenken und auch die Performance an der Stelle liefern, weil ich ganz klar weiß, okay, was ist der Use Case, was sind meine Benutzer an der Stelle? Und ich glaube auch wieder hier nicht pauschalisieren, sondern Daten auswerten und schauen, wie es ist. Ja, weil auch wenn man mit E-Commerce startet, wenn man vorher vielleicht eine eigene Webseite hatte, kann man ja schon sehen, okay, wie sind denn die Kunden da drauf gegangen? Ja, man kann mit den Kunden sprechen, ja, und auch schauen, okay, was ist denn eigentlich, wie würden die denn so einen Online-Shop benutzen? Und hier sollte man natürlich jetzt hier nicht über das Thema Headless und PWA sprechen, ja, weil das sind für, ich sag's mal so, für B2B oder Digitalisierung, wenn ich am Anfang bin, ist das extrem weit entfernt. Ja, da sage ich auch wieder, muss zum Unternehmen passen. Ja, aber auf jeden Fall, es gibt ja auch gute Beispiele, Startups wie dieses Schüttfix, was nur mobile only. Ja? Also ich kann hier mein Schüttgut nach Hause liefern lassen und dafür gibt es halt nur eine App. Die Jungs, die starten gerade brutal durch an der Stelle. So, und dass das im B2B-Bereich klappt, auch für solche komplexen Produkte, sieht man ja. Ne? Und dementsprechend auf jeden Fall sollte man nicht mit Desktop anfangen. Perfekte Überleitung in unseren letzten Blog, Anatoli. Wir bleiben bei UX-UI-Themen, ich meine Mobile, was war es? Ich glaube, die Umsatztheorie für 2021 sind 20% reine Möglichkeit, mobile zu wachsen. Tatsächlich auch im B2B? In jede Richtung? Fühlt euch angesprochen? Nalin, kannst du das aus der Praxis bestätigen? Ich meine, wenn ich jetzt... Ja, ich dachte gerade, Monika will was sagen, deswegen habe ich mich noch zurückgehalten. Also ich würde da nämlich auch ein Stück weit, oder ich muss Anatoli da ein bisschen widersprechen. Also unsere Realität sieht zumindest anders aus. Wir hatten, also eins war klar, wir haben Ende 2017 quasi angefangen mit dem Design und uns war klar, es kann keine Seite geben, die nicht mobil optimiert ist. Das ist klar. Und wir haben die auch schon relativ auf mobil ausgerichtet. Wir haben zum Beispiel auch auf Desktop so ein Burger-Menü dann rechts oben gehabt haben das immer noch. Was wir gerade machen ist, wir bauen jetzt die Startseite-Navigation um. Und warum? Unsere Zahlen zeigen, dass wir haben von den Besuchern ist es so ungefähr 70% Desktop, 30% Mobile. Und der Gedanke, Anatoli, in Workshops weit vor Launch, war tatsächlich, ja, wir haben ja auch Handwerker. Was wir hinter uns sehen, bauen ja Handwerker aufs Dach und das sind unsere Kunden. Mhm. Und
ja, der sitzt dann auf dem Dach und mit dem Tablet und dann merkt er, ihm fehlt was und er bestellt dann. Die Realität ist halt leider gar, oder ist gar nicht so. Ich sage gar nicht leider. Wir sind ja höchst erfolgreich, von dem her ist es mir egal. Aber vom Umsatz her kommt nur 98% von Desktop, 2% von Mobile. Das heißt, die Leute gucken vielleicht mal, machen sich schlau, schauen sich vielleicht mal eine Installationsanleitung an, wenn sie vielleicht auf der Baustelle sind. Gibt es ja bei uns dann auch bei den Artikeln zu sehen, die Dokumente dazu, die sie brauchen. Aber kaufen ist tatsächlich bei uns, zumindest in der Branche, in unserem Shop, Desktop und zwar tatsächlich lustigerweise 7 bis 19 Uhr, Montag bis Freitag. 90%. Es gibt Ausreißer, aber es ist so, dass. Und das, glaube ich, ist auch liegt an der Arbeitsteilung an Unternehmen. Selbst bei so 4-5-Mann-Buden gibt es halt jemanden, der macht die Bestellungen. Vielleicht ist es oft eine Dame. Ich will jetzt keine Klischees verbreiten, aber das spiegelt auch einen Teil der Realität dann bei uns so wider. Die sitzt im Office und die macht dann die Bestellungen. Also von dem her kann ich das so nicht bestätigen. Nichtsdestotrotz, ich würde nie, ich würde mit keiner Seite im Netz unterwegs sein, die nicht mobil optimiert ist, auch wegen den Ranking-Geschichten von Google. Aber unser Kaufverhalten sieht so aus, wie ich es gerade beschrieben habe. Aber ihr habt ja getestet. Ihr habt ja getestet und euch verbessert an der Stelle. Und das ist ja eigentlich das Ziel. Ne? Also dieses Thema ist ja nie endgültig. Ne? Deswegen sollte man auch dann die Daten weiterhin analysieren und sich verbessern. Ne? Wobei man ja auch sagen muss, ihr habt ja ein recht komplexes Produkt. Wir haben auch bei uns Kunden, die früher gesagt haben, ja, die Leute würden nie eine Anhängerkupplung mobile kaufen. Ja, die Realität sieht aktuell anders aus, ja. Also vielleicht erzähle ich mal so ein bisschen. Wir haben durchaus auch Partner, die schon mobile Apps auch für ihre Kunden installiert haben, die auch in der Umsetzung dann tatsächlich auf den Baustellen verwendet werden. Da gibt es jetzt ganz aktuell einen Kunden, der hat inzwischen seit Einführung dieser App, die auch mit einem Barcode läuft, sodass man dann tatsächlich schon von den Schraubenpaketen den Barcode abscannt, wenn man merkt, okay, da wird jetzt wieder was benötigt, weil es ausgeht, direkt auf der Baustelle dann sozusagen die benötigten Dinge bestellt. Die werden dann teilweise sogar so weit schon im Unternehmen zusammengeführt zu Sammelbestellungen, die dann auch die entsprechenden Genehmigungsworkflows berücksichtigen, sodass dann natürlich dann auch wieder dieses Massenbestellgeschehen dann ausgespielt werden kann. Das heißt, je stärker sowas natürlich dann auch vereinfacht ist für den Monteur zum Beispiel vor Ort und aber hinterher auch wieder die Unternehmensprozesse berücksichtigt werden, desto leichter fällt es den Monteuren dann auch tatsächlich das zu nutzen und desto schneller erkennen sie natürlich auch den Vorteil für sich selber. Das heißt, am Ende, gerade im B2B, so eine Lösung kann nur so gut sein, wie sie einfach nachher ist, um dann tatsächlich auch die einzelnen Dinge zu finden. Und da kommt ihr natürlich auch wieder mit eurer Lösung dann auch ins Spiel. Das heißt, je einfacher man dann natürlich auf solchen mobilen Apps dann auch wiederum die Dinge findet, die man braucht, und desto schneller kann natürlich auch der Marktanteil oder der Anteil der Bestellungen innerhalb des Unternehmens über diese mobilen Apps dann auch entsprechend steigen. Mobile Apps, Monika, da muss ich rein, wir sind ja alle hier, wir vier sind ein bisschen techie. Ich hoffe auch die Zuhörerschaft, ansonsten wäre sie nicht mit dabei. Mobile Apps, wenn ich mich richtig erinnere, 2028, 2030 wurde der Tod vorausgesagt für Apps, alles geht Richtung PWA, Headless. Gib uns ein Heads-up, wie bereitet sich eine Oxid darauf vor? Ja, natürlich haben wir auf unserer Roadmap das Thema Headless. Wir haben jetzt dieses Jahr das große Thema GraphQL. Das wird dieses Jahr und auch in Kürze sogar dann auch gelauncht werden. Die Partner kennen es schon. Sie haben auch schon die ersten Dinge gesehen. Das heißt, sie dürfen da auch in Kürze schon mal anfangen mit zu programmieren. Das Thema mobile Apps und auch mobile Lösungen, die decken wir sehr stark auch über unsere Partner ab, mit denen wir sehr intensiv zusammenarbeiten. Wir haben verschiedene Lösungen im Umfeld. Ich habe ja eine habe ich gerade erzählt, die gerade im B2B-Umfeld inzwischen schon verbreitet ist, die dort auch wirklich tolle
Abbildung auf Basis der Lösung, die dann auch im Hintergrund ist mit Oxid, dann auch realisieren kann, sodass man nicht alles doppelt pflegen muss, sondern tatsächlich, wenn man die App installiert, alles, was man im Hintergrund im Oxid-Shop schon eingestellt hat, dann auch direkt weiterverwenden kann. Das macht es natürlich auch für die Leute, die es aufs Smartphone installieren, sehr einfach, weil sie müssen sich natürlich nur über ihren Account anmelden und dann sind alle Einstellungen für sie schon getroffen. Gibt aber auch andere Lösungen bis hin zu klassischen App-Procurement-Lösungen, dass man anbietet über Apps dann zum Beispiel in Praxen oder in Krankenhäusern tatsächlich den Bestellbedarf drüber abzudecken. Oder man sagt, man bietet Vertriebsmitarbeitern ein entsprechendes Beratungslösung an, die als App läuft, die dann später in einen Bestellmodus übertragen werden kann. Das kann man selbst in komplexen Bereichen machen, sodass man sagt, okay, man hat jetzt ein komplexes Produkt, was man berät. Das heißt, ein Vertriebsmitarbeiter geht vor Ort, hat so ein Beratungstool und dahinter steckt dann schon nach der Konfiguration dann auch die Ausleitung dann in den Job hinein. Je nachdem, was dann gewünscht ist, ob es dann direkt in die Bestellung übergeht oder in ein Angebotsverfahren übergeht, das muss dann natürlich individuell auch von den Unternehmen dann entschieden werden, was dort sinnvoll ist. Aber wenn E-Procurement genutzt wird, dann kann man tatsächlich so Liefervereinbarungen treffen, kann individuelle Preise mit Kunden abschließen und gleichzeitig aber auch wiederum den Vorteil von diesen Rahmenverträgen auch nutzen. Simon, jetzt hat Monika das wieder gut umschifft, was Oxid an der Stelle macht. Aber kann ich vielleicht als Partner sagen, ja? Man sieht ja, dass aktuell sehr, sehr viele auch Tools und Systeme sich genau darauf spezialisieren. PWA, da können wir den Frontastic in dem Bereich nennen oder ViewStore, ja, ViewStore Front. Wir als Agentur oder als Partner von, sei es ein Oxid, Shopware oder jetzt Commerce Tools, merken halt, dass also dieser Frontend-Part, der wird jetzt sehr, sehr stark oder der muss sehr, sehr stark entweder vom Partner übernommen werden oder es gibt ein Tool, worauf man oder ein System, worauf man eigentlich dann das ganze Thema dann auch entwickelt, ja, um nicht wirklich von Scratch auf anzufangen, weil das macht gar keinen Sinn an der Stelle. Und wichtig ist, das, was auch Oxid macht, man gibt die Möglichkeiten dazu, weil du weißt ja, es gehören halt bei Headless gehören halt immer zwei Parteien dazu. Du brauchst das Backend und das Backend muss dazu aufgebaut sein. Und da arbeitet ja Oxid sehr, sehr stark daran aktuell und da freuen wir uns auch, dass es da jetzt im April auch nochmal richtig stark in der Richtung weitergeht. Und das ermöglicht auch uns als Partnern, da auch Gas zu geben an der Stelle. Aber ich würde an der Stelle auch nichts neu entwickeln, sondern wirklich eher auf Systeme zugreifen, die das können. Da habe ich jetzt Makaira auch vergessen, ja, die das jetzt im ViewStore Front können. Ja, also, aber an der Stelle, wie gesagt, da gibt es schon Systeme, auf denen man aufbauen kann. Super, gewaltig Einblicke. Aber heißt für dich, Nalin, ja, ewige Baustelle, Online-Shop, auch hier die nächsten Jahre was du verfolgst, korrekt? Ja, auf jeden Fall. Also das dritte Jahr, ich habe auch immer noch das Gefühl, wir sind am Anfang, auch wenn die Zahlen natürlich da eine ganz andere Sprache sprechen, aber es gibt noch so viel zu tun und es gibt noch so viele Kleinigkeiten auszubessern und große neue Features zu launchen. Also unsere Ideen sprudeln, auch vom Vertrieb. Also bei uns funktioniert es eben sehr gut, dass da alle mit am Strang ziehen. Der Vertrieb nutzt den Shop auch gerne lieber als das ERP-System. Das heißt, die sind sehr aktiv, sind wahrscheinlich unsere Hauptuser, die sich da durchklicken und Artikelinformationen abrufen und geben uns dann Feedback, wenn da irgendwas nicht passt oder wenn ihnen was Besseres einfällt oder wenn da irgendwas missverständlich ist. Die machen halt alles außer Checkout, logischerweise. Die Reise ist so schnell nicht zu Ende. Und ich habe mich auch gefreut, dass Oxid so tatsächlich so eine Roadmap veröffentlicht hat fürs kommende Jahr. Ich bin ja kein 100% Techie, auch vom Studium her, aber 50%. Aber das war ein guter Ausblick und für uns wahrscheinlich auch ein Anreiz, nochmal mehr jetzt tatsächlich auf die B2B-Version auch zu wechseln, weil da einfach gute Features kommen, die wir tatsächlich schon in unserer Liste geplant haben und hatten. Und wenn wir blöd, wenn wir die selbst bauen würden, jetzt nochmal vorher.
Insbesondere, wenn man keine Entwickler dafür hat. So schaut's aus. Ja, externe Entwickler halt, aber trotzdem. Kosten. Die kosten auch. Ja nichts, ne? Doch, leider. Interne würden ja offiziell nichts kosten. Ja. Gut, meine Lieben, ich schaue noch einmal so ein bisschen im Chat und mit Auge auf die Zeit. Es vergeht wie im Flug mit euch. Anja, vielen Dank für deine Meinung. Ich hoffe, wir konnten sie nebenbei schon so ein bisschen beantworten. Und auch Wahnsinn, dass alle, die teilnehmen, seit wirklich über 40 Minuten am Stück zuhören. Ich bin immer ein Freund von kurzweilig und auf den Punkt. Das war's tatsächlich. Wenn es noch irgendwelche Fragen gibt, jetzt nutzen. Ansonsten will ich jedem von euch einfach nochmal die Möglichkeit geben, der Zuhörerschaft, egal ob es jetzt live ist oder on demand, ihr wisst, wir stellen sie natürlich dann auch die kommenden Tage on demand zur Verfügung, mit auf den Weg zu geben. Ladies first. Darf ich starten? Okay. Ja, dann erstmal natürlich auch von mir ein herzliches Dank an unsere Zuhörer. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielleicht auch nochmal also den Hinweis, denn das hatte ich ja auch als mein Statement am Anfang sozusagen mitgegeben. Corona beschleunigt natürlich die Digitalisierungsprozesse. Das heißt, wenn Menschen oder Mitarbeiter zu Hause sitzen, müssen plötzlich ganz andere auch Vertriebsstrategien gewählt werden. Das haben wir im Vertrieb sehr stark gemerkt. Ich bin ja Vertriebsleiterin bei Oxid auch. Das heißt, da, wenn man Kunden nicht mehr besuchen kann, auch im B2B-Umfeld nicht mehr besuchen kann, sondern nur noch so wie wir jetzt auch in virtuellen Konferenzen trifft, dann verändern sich Prozesse, dann verändern sich Bestellwege und es verändert sich das Know-how auch und es beschleunigt natürlich auch die ganze Thematik genau in dem Umfeld ganz intensiv. Aber ansonsten vielen Dank. Gerne. Absolut. Anatoli, was gibst du uns mit auf den Weg? Ja, auch dann von meiner Seite auch vielen Dank für die Möglichkeit mitzuwirken, mit euch zu diskutieren. Hat Spaß gemacht. Ja, an der Stelle, ich kann eigentlich nur sagen, definitiv machen, nicht reden und weniger das ganze Thema ja irgendwie auf die Technik schieben, techniklastig das ganze Thema anzugehen, sondern eher vielleicht wirklich schauen, was kann ich als Mehrwert für meine Kunden bieten, dass ich dann auch jetzt durchstarte. Also nicht warten, nicht noch einen 10. Lockdown abwarten oder irgendeine weitere Pandemie, bis man anfängt, digital zu denken oder im E-Commerce durchzustarten. Auch wenn das jetzt nicht der wichtigste Kanal sein wird, wichtig ist eigentlich immer der Punkt, man erweitert den Service auch für den Kunden. Und dementsprechend, das war's. Gut, dann von mir auch nochmal ein herzliches Danke, vor allem auch für die Einladung, hat mich sehr gefreut, hat mich auch sehr geehrt. Ich denke, Findalogic hat viele Kunden, dass ihr uns ausgesucht habt oder mich aus dem B2B-Bereich. Ich fand es von Anatoli ganz gut, was er gesagt hat, und natürlich auch von Monika jetzt die Abschlussstatements. Ich kann auch nur auf den Weg geben, habt eben hohe Ansprüche an den eigenen B2B-Kanal. Lasst das nicht irgendwie als nebenbei mitlaufen, macht da was Gutes draus, sucht euch, wenn ihr intern die Power nicht habt, und das wird meistens der Fall sein, sucht euch halt gute Partner, die ihr euch auch, die finanziell auch in dem Rahmen sind, wo ihr euch bewegen könnt. Es gibt viele gute Lösungen da draußen. Ich wäre jetzt nicht hier, wenn ich mich damals nicht für Findalogic entschieden hätte, die wirklich ein tolles Produkt haben und mir ist aber auch wichtig, dass diese Produkte sich auch weiterentwickeln und die man dann vielleicht für kleines Geld dann auch nochmal updatet oder auch so ein Update dann mal bekommt, damit man eben da auch nicht stehen bleibt bei einer Lösung, ja, sondern man darf nicht stehen bleiben, es geht immer weiter, man muss immer gucken, wo entwickelt sich was hin, was kann man noch verbessern und das ist eine never-ending Journey, würde ich mal sagen. Zumindest mache ich sie jetzt schon 4 Jahre, so ist natürlich jetzt hochgegriffen, aber ich sehe nicht, dass es in den nächsten Jahren jetzt anders wird. Absolut. Gefühlt stimmt dir, glaube ich, auch jeder zu. Eine Never-Ending-Story, egal aus welcher Himmelsrichtung, aus welcher Perspektive, das haben wir uns ausgesucht, aber das ist unsere Leidenschaft, oder? Darum geht's. Ja. Und es lohnt sich. Also klar, es lohnt sich und es macht Spaß, klar. Korrekt. Dann bleibt mir nichts mehr, als ebenso Danke zu sagen. In jede der Richtungen, wirklich. Es macht unglaublich viel Spaß, euch direkt unterstützen zu können, also wirklich auch dann live zu sehen, was funktioniert und auch nochmal vielen Dank an die tollen und langjährigen Partnerschaften aus Plattformsicht oder Agentursicht.
Wir hoffen, es war was mit dabei für Sie. Wie gesagt, ich nehme an, der Großteil wird es auch on demand genießen, kann zurückspulen, schaut es euch nochmal an. Bei Fragen steht jeder gerne, glaube ich, zur Verfügung aus verschiedenen Richtungen. Und wir freuen uns. Die nächste Series wird es im Juni geben. Mit ein bisschen anderen Fokus. Dranbleiben, verfolgt uns. Und wir freuen uns. Schöne Restwoche. Bis bald. Ciao, danke dir. Tschüss. Danke euch.